Spiel, hat abgespielt für Bude, läuft in Position Herzog. Zewe kommt aus dem Mittelfeld mit, sodass Düsseldorf mit 4 Leuten angreift im Augenblick. Seel geht jetzt auch mit nach vorne und Bude führt den Ball. Bude, sehr schön gemacht von Bude, müsste fast ein Tor sein. Und 1:0 für Fortuna Düsseldorf in der 25. Minute durch Bude, der mit einer Täuschung, Sie sehen das hier sehr, sehr deutlich, die Admira-Verteidigung, vor allem den Libero, Hochleutner und auch Novak sozusagen mit einer einzigen Täuschung ausgeschaltet hatte und völlig freien Raum dadurch gewann. Vom Elfmeter ungefähr unhaltbar und natürlich sehr kontrolliert, sehr überlegt geschossen. Also 1:0 in der 25. Minute durch Bude. Tor von Bude aus der 25. Minute. Swojanowski. Für Hochleitner. Hochleitner für Czerny. Gut gemacht von Czerny. Herzog. Und Schuss von Kaltenbrunner. Tor in der 67. Minute. Dank des Einsatzes von Czerny. Und dann eine gute Möglichkeit durch Kaltenbrunner geschaffen. Torschütze also Kaltenbrunner in der 66. Minute. Noch einmal. Die Flanke kam von Herzog. Kaltenbrunner hat die Situation sehr schnell erfasst. Deutsche Abwehr nicht ganz sicher, aber wunderschön geschossen. Wunderschön mit dem linken Fuß. Das 1:1 durch Kaltenbrunner in der 66. Minute. Hochverdient. Kaltenbrunner für Prebil, Swojanowski für Kaltenbrunner, große Chance für Kaltenbrunner, Tor! Tor für Admira Wacker, jetzt in der 78. Minute durch Kaltenbrunner. Begeisterung auf dem Spielfeld über dieses zweite Tor von Günther Kaltenbrunner. Noch einmal Pass kam von Swojanowski. Kaltenbrunner stand nicht abseits, vielleicht schaut es auf dem Bildschirm so aus, aber auf der linken Verteidigungsseite war Hesse und sicher kein Abseits, sicher gut herausgespielt und regulär dieses zweite Tor von Admira Wacker.